Was geht? Corey hier. Ich weiß nicht, warum ich immer so dumme Handbewegungen mache. Es funktioniert. Hey, ich habe in letzter Zeit immer häufiger gehört, dass ich vergessen habe, ein Video zu machen. Und ich habe gesagt, wie? Ich habe vergessen, ein Video zu machen. Ja, du hast gesagt, dass du irgendwann mal ein Video machst, wo du davon redest, was deine Tattoos bedeuten. Ich war mir nicht sicher, ob das jemanden interessiert, aber wenn ihr es hören wollt, gerne. Aber dafür muss ich mir erstmal ein anderes T-Shirt anziehen. So. Yes. Genau. Hier ist mein Tattoo. So, jetzt habe ich ein Video gemacht über mein Tattoo. Also, fangen wir einfach mal an mit Nummer 1. Jesus. Das ist nicht mein erstes Tattoo gewesen, aber ich finde, das ist so das Auffälligste und deshalb fange ich damit an. Wie ihr hier sehen könnt, steht hier Jesus. Und das Coole ist, wenn ich es umdrehe, heißt das Saved. Das ist erstens so extrem auffällig, falls ich zum Beispiel in der Bahn bin und dann die ganze Zeit so mache, dann sehen die Leute, oh, da steht Jesus, da steht Jesus. Das Tattoo steht dafür, dass Jesus mein Leben gerettet hat. Wie Jesus mich gerettet hat, habe ich ja in zwei anderen Zeugnisvideos schon erzählt. Gehen wir weiter mit dem großen Stück hier. Und das ist ein großes Bild, zusammengesetzt aus mehreren verschiedenen Tattoos. Also fangen wir erstmal an mit dem Schiffswrack. Ist im Sturm, ist schon fast kaputt und alt und zerstört. Aber oben ist der Leuchtturm und das zeigt ihm den Weg. Das ist ein Bild dafür, wie mein Leben einfach war. Dass ich ein Wrack war, ich war kaputt, ich war auf dem Boden zerstört. Hab mich gefühlt, als ob ich in einem Sturm bin und gesehen habe einfach nur, dass ich mich langsam, aber sicher selbst zerstöre. Und dann habe ich das Licht gesehen, und zwar dieser Leuchtturm Jesus, der mir den Weg gezeigt hat. Und hier ist noch Johannes 8,12 tätowiert. Und da steht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das zum Leben führt. Dann habe ich hier noch zur Erinnerung, dass ich niemals vergesse, dass ich Kind Gottes bin. I'm a child of God. Weiter gibt es hier nochmal die Versicherung. Das kam nämlich zuerst, dass ich gerettet bin. Saved. Und als nächstes habe ich hier stehen, walk through the fire and not be burned, was in Jesaja 43,2 steht. Und für mich hat es einfach immer bedeutet, dass egal wo ich durchgehe, egal was ich für Schwierigkeiten in diesem Leben haben werde, Turbulenzen und sonst was in meinem Leben aufkommen, dass Gott mich immer durchträgt und dass ich mich nicht verbrenne. Sozusagen, dass egal was auf dieser Erde passiert, nichts wird mich permanent verbrennen. Das ist so eine Stelle, die mich auch immer ein bisschen an die Story in Daniel erinnert, wo die in den Ofen geworfen werden, wo sie danach rauskommen und mit denen ist nichts passiert, denn Gott hat sie beschützt. Als nächstes und das letzte Bild von dem Unterarm ist die Taube. Und die steht natürlich für den Heiligen Geist, denn als Jesus sich taufen ließ, kam der Geist auf ihn runter wie eine Taube. Und das ist einfach nur die Erinnerung, dass ich zu Jesus gehöre, dass ich den Heiligen Geist habe und dass ich die Vollmacht habe, die Gott mir gegeben hat. Das ist alles ein Tattoo. Also ich würde sagen, das ist ein einzelnes Tattoo, weil das abgegrenzt ist. Alles andere gehört aber zusammen unten. Und dann kommt das nächste Tattoo, ist die Motte. Matthäus 6,19 oder wie ich es sage, Matthäus 6,19, da steht, häuft euch in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Und das ist einfach nur ein Reminder jeden Tag. So, klar, ich habe eine PlayStation 5 und einen Fernseher und eine Wohnung und sowas. Aber was ist das Wichtige? Weißt du, wichtig sind die Schätze im Himmel. Das, was ewig bleibt. Ich möchte mich und falls mich jemand fragt, daran erinnern, dass alles, was hier auf dieser Erde ist, vergänglich ist. Und es früher oder später kaputt geht, zerfällt oder im letzten Fall, wir nehmen es halt nicht mit. Das ist auch immer so ein neutraler Vers, der gefühlt jeder Mensch akzeptieren kann. Klar, es geht nicht darum, du darfst dir nichts kaufen, du darfst nicht ein Auto haben, du darfst nicht einen Fernseher haben oder, darum geht es nicht. Es geht darum, wo ist dein Schatz, weißt du, da wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Wenn du davon nicht loslassen kannst, das ist ja die Gefahr. Das ist halt einfach nur so ein Reminder. Zuletzt kommt das erste Tattoo, das ich mir je stechen lassen habe. Und zwar ein Bär mit Früchten, mein Bizeps hier. Und das steht in Johannes 15,8. Wieso dieser Bär und die Früchte? Das ist ein Wortspiel. Und zwar heißt es auf Englisch in John 15,8 heißt es, you shall bear much fruit. Oder you shall bear fruit. Bear, fruit, macht Sinn. Das ist nicht meine Idee gewesen, das habe ich irgendwo mal gesehen. Ich fand es aber so cool, dass ich es übernommen habe. Und das heißt, wir sollen Frucht bringen.
Denn in Johannes 15,8 steht: Hierdurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das motiviert mich immer wieder, was mit dem anzufangen, was Gott mir schon gegeben hat. Gott hat mir Talent in Kreativität gegeben oder Humor oder wie auch immer, und das nutze ich jetzt, um sein Wort weiterzugeben. Oder ich kann einfach gut mit Jugendlichen und so. Deshalb habe ich eine Discord-Gruppe aufgebaut, wo ganz, ganz, ganz viele Christen drauf sind, wo ich jede Woche eine Bibelstunde halte. Und das ist so, wo ich Frucht bringe mit den Talenten, die Gott mir gegeben hat. Das war's. Ihr seht, hier ist noch nichts. Ich möchte, rein theoretisch, möchte ich irgendwann da alles voll haben, weil es so leer aussieht. Aber das ist zurzeit nicht dran. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, um zu verstehen, was ich mit meinem Arm aussagen möchte. Wie gesagt, es ist kein Tattoo, um mich selbst zu verherrlichen, sondern nur, um Gott zu verherrlichen und um sein Wort weiterzugeben. Das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Corey hier. Ihr da. Alles klar.